Ja, ich sage jetzt Heinrich Bücker von Coop Antikriegscafé und World Beyond War. Eine Welt außerhalb von Krieg. Eine internationale Organisation. Er wird eine Petition zu Afghanistan vortragen. ATTAC lehnt von Anfang an jeden Auslandseinsatz der Bundeswehr ab. Und wir werden diese Petition auch unterstützen. Ja, schönen guten Tag, alle ganz herzlich willkommen heute hier. Ich wollte kurz eine Petition heute vorstellen, die verfasst wurde von World Beyond War in den USA. Das ist eine Antikriegsbewegung, die sich vor 6-7 Jahren gegründet hat. Und ich vertrete hier in meinem Café, im Antikriegscafé in Berlin, als Vertretung dieses Netzwerk. Und wir haben jetzt eine Petition veröffentlicht, in den USA bereits von fast 10.000 Leuten unterzeichnet wurde. Und es geht hier um den Afghanistan-Krieg, der jetzt 20 Jahre am 2001 hat er begonnen, im November, nachdem die Angriffe auf die World Trade Center und das Pentagon in New York und Washington erfolgt sind. Und eine internationale Koalition hat sich gebildet, die das Land seitdem besetzt hält. Es geht also darum, dass Trump angekündigt hatte, vor dem Amtswechsel bis zum 1. April die Truppen aus Afghanistan abgezogen zu haben. Und wir haben jetzt eine Petition verfasst, da dies nicht geschehen ist bisher. Eine Petition verfasst, die die 35 Regierungen auffordert, Afghanistan zu verlassen. Es handelt sich hierbei um Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Georgien, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mongolei, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, der Türkei, der Ukraine, Großbritannien und der USA, die immer noch Truppen in Afghanistan stationiert haben und die müssen dort abgezogen werden. Die Anzahl dieser Truppen reicht von 6 Soldaten Sloweniens bis zu 2500 Soldaten der Vereinigten Staaten von Amerika. Die meisten dieser Länder haben weniger als 100 Soldaten stationiert. Abgesehen von den USA hat nur Deutschland über 1000 Truppen entsandt. Nur 5 andere Länder haben mehr als 300 Soldaten stationiert. Zu den Regierungen, die in diesem Krieg Truppen hatten, diese aber abgezogen haben, gehören Neuseeland, Frankreich, Jordanien, Kroatien und Irland. Wir planen an jene Regierungen, die alle ihre Truppen aus Afghanistan abgezogen haben, unseren Dank zu übermitteln, zusammen mit den Namen und Kommentaren aller Unterzeichner dieser Petition. Wir planen jeder Regierung, die dies bisher nicht getan hat, die Forderung zu stellen, alle ihre Truppen abzuziehen, zusammen mit den Namen und Kommentaren aller Unterzeichner dieser Petition. Die USA ist der Anführer dieser Militärkoalition. Der Großteil ihrer Tötungen erfolgt aus der Luft, überwiegend von Drohnen. Angesichts des Mangels an Demokratie in der US-Regierung, die jetzt ihren dritten Präsidenten hat, der versprochen hat, den Krieg zu beenden, dies aber nicht getan hat, ist es umso wichtiger, dass andere Regierungen ihre Truppen abziehen. Die Länder mit geringer Truppenstärke sind dazu da, ein Verhalten zu legitimieren, das als gesetzlos und empörend bezeichnet werden kann. Eine Regierung, der der Mut fehlt, dem Druck der USA zu widerstehen, hat kein Recht, ihre Soldaten nach Afghanistan zu schicken und sie der Gefahr auszusetzen, in dem US- und NATO-Krieg zu sterben. Diese Petition wird von Menschen in jeder am Krieg beteiligten Nation, einschließlich Afghanistan, unterzeichnet. Bitte unterschreiben Sie, fügen Sie Kommentare hinzu und teilen Sie diese Petition mit anderen. Den Text der Petition und einen Flyer dazu können wir hier am Informationstisch abholen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Heiner. Ich will bloß auch noch mal kurz was dazu sagen zum Thema Afghanistan. Das ist vielleicht manchen gar nicht mehr so richtig bewusst. Wir sind seit fast 20 Jahren ist dort die Bundeswehr mit unten. Und wir sind mit an diesem Desaster beteiligt. Und das Verrückte ist, es ist kein Ende in sich. Ich möchte in diesem Zusammenhang hier noch mal darauf hinweisen, dass im Deutschlandfunk der Mark Turner eine sechsteilige Dokumentation zu diesem Desaster ausstrahlen lassen hat. Das ist gut und gerne im Deutschlandfunk über Podcast nochmal runter, kann man sich nochmal anhören. Kann ich nur mal empfehlen, es ist wirklich sehr traurig und sehr desaströs. Dankeschön.